Oh, Alter, was geht ab, Leute? Und hier, wir essen jetzt kalte Nudeln. Wer Animes kennt, der hat das bestimmt schon mal gesehen. Und da wir im Insi-Modus sind und nicht nach Japan fliegen können, habe ich das hier in München entdeckt. Das wird mein erstes Mal. Ja, das steht da nicht drauf. Matcha ist Parfait. Kuss geht raus an Nico. Jetzt habe ich kein Stativ dabei. Nichts, was ich als Stativ verwenden kann. Jetzt könnte ich es gebrauchen. Oh mein Gott, Mann. Warum kauft ihr so ein Stativ wie ich, Mann? Ich habe das zu Hause. Außerdem ist meins viel größer. Unvorbereitet. Du sieht endbillig aus. Was? Dankeschön. So. Japanese Iced Coffee. Ich bin gespannt. Also ich habe auch ein paar Bilder gesehen, die waren im Eiswasser. Aber das ist auch relativ normal. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da reinschütten soll. Ich glaube nicht alles. Nee, da geht noch was. Doch alles. Digga, das ist halt echt kalt, Mann. Ey, ich weiß ja nicht. Ich weiß echt nicht, Bro. Nur so geil, geile Konsistenz, geil Gewürz. Die sehen so nackt aus, aber die sind echt geil Gewürz. Wir haben wieder die Hotdog-Zwiebeln, die Röstzwiebeln. Diesmal macht es aber mehr Sinn, weil hier gibt es keine Brühe. Ja, ich habe nicht viel zu sagen, das sind einfach Nudeln. Mir fehlt das Protein, die Hauptspeise. Das wäre für mich jetzt eine Vorspeise. Das sind einfach nur Nudeln. Klar, es ist schwierig, kaltes Protein zu finden, aber so, weiß nicht, man. Nicht mein Ding, Alter. Oh mein Fleisch. Nicht so super. Das ist gut. Das ist echt gut. Digga, ich hab Bock auf den Döner. Die Nudeln waren geil, gut gewürzt. Aber wie gesagt, Digga, ich brauch mein Fleisch. Viele geile Schichten, Mann. Finished. Nächstes Mal, Leute. Neu Matcha Tiramisu. Nächstes Mal, habe ich hier gesagt. Ich mag den Laden. Ich esse öfters. Ich war das erste Mal, glaube ich, mit Dimi. Als Dimi und ich das goldene Food-Duo von der Katze waren. Direkt neben dem Kino, also falls ihr euer Girl hierher bringen wollt, falls sie so auf japanische Sachen steht, kam das immer sehr gut an, ja. Der Laden, den wir gerade abgecheckt haben, hieß Suzuki Nom Nom Kitchen. Und seit kurzem gibt's, haben auch schon viele Foodblogger abgecheckt,
Interessant ist, das hat keiner gesagt, das ist die alte Location von Khatas Köftespießladen, den wir abgecheckt haben, der ziemlich schnell pleite gegangen ist. Danke. Danke dir. Digga, ich weiß ja nicht. Von der Handhabung her, das Teil platzt gleich aus allen Nähten, Mann. Also ich kann es kaum halten. Schau mal, hier schon ganz zerdrückt. Und oben kommt, quillt alles raus. Matcha Soft Serve. Muss ich ehrlich sagen, schmeckt nicht so geil. Und bis ich damit fertig bin, ist dieses Teriyaki doch vollkommen weich und matschig und aufgesogen, oder nicht? Er hat eine Wunde, Leute. Ist auf jeden Fall ein Hingucker, jeder schaut hin. Aber wir haben direkt eine Wunde. Schau mal, hier überall schon matschig. Ich habe zwei Servietten, die reichen mir nicht. Probieren wir es wenigstens. So, genau das meine ich. Unten ist doch schmilzt doch alles und macht das alles einfach matschig. Schlange für den Falafelladen, den wir letztens abgecheckt haben. Ich würde ja gerne sagen, weil die unser Video gesehen haben. Aber das dauert noch. Für euch habe ich Leg Day geskippt, oder? Ich habe jetzt endlich das Gewinnspiel abgeschickt. Einer hat sich nicht gemeldet, der wird nochmal neu ausgelost. Mein Gott, Tony Ferguson, Leute. Einer meiner Lieblingskämpfer, der früher mal sehr krass war. Aber seine Zeit ist leider schon länger vorbei. No! Tony! Tony! Nein! Ja, was geht? Ich habe mich nach dem UFC-Event nochmal hingelegt. Dementsprechend richtig K.O., Mann. Gewinnspiel. Einer hat seinen Gewinn schon bekommen, und zwar das Gacha. Kuss geht raus. Ich hoffe, die anderen zwei Sachen kommen auch noch an. Der Ball und so ein Ei. Und wie gesagt, einer hat sich leider gar nicht gemeldet. Deswegen ist das hier noch übrig. Und das kriegt einer von euch. Kommentiert einfach das Pokémon Go Reel oder Short, was ich auf diesem Kanal jetzt re-uploade. Das ist das letzte Short. Dann habe ich vom Vlog-Kanal alle Shorts hierher übertragen. Ich kündige das auch nicht groß an. Das ist jetzt für die Hardcores, die bis zum Ende jetzt hier geschaut haben. Viel Glück, viel Spaß. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, investiert in Bitcoin, die ich finde, Crypto Cashflow, gerne jeden Tag tracken, CS Business und ciao.